Die Tiefen der Ozeane. Hier leben viele wunderschöne, aber auch sehr gefährliche Kreaturen. Eine von ihnen kennt wohl fast jeder und diese steht auch ganz oben an der Spitze der Nahrungskette. Der Mosasaurus. Aber jeder fängt mal klein an und wir natürlich auch. Deswegen muss ich jetzt erstmal ein paar Missionen machen, damit wir wachsen. Weil ich glaube, in der Größe können wir so gar nichts erlegen. Ich glaube, da sind wir eher Beute als Jäger. Die Gegend hier sieht echt cool aus unter Wasser. Ich sammle hier gerade halt Seeschwamm. Das ist direkt hier am Grund. Aber das ist schon hübsch hier. Aber wir sind natürlich sehr auffällig. Also wenn hier was vorbeikommt, da fallen wir sofort auf mit unserer blauen Farbe. Aber ist natürlich eher unwahrscheinlich, weil wir sind schon sehr tief unter Wasser. Oh, guck mal, da vorne sind Fische gespawnt. Das ist sogar so ein Mondfisch, glaube ich. Habe ich noch nie gesehen in POT. Aber wir haben einen erlegt. Der ist einfach fast so groß wie ich. Ich bringe den mal kurz an Land und dann gucken wir mal, dass wir den essen. Ich wollte mir sowieso mal angucken, wie schnell der so am Land vorankriechen kann. Wobei das als Baby wahrscheinlich noch ein bisschen unterschiedlich sein wird. Ich schätze mal ein bisschen langsamer als der Erwachsene. Aber den essen wir jetzt. Oh, wir haben ihn sogar komplett verspeist. Dann haben wir wenigstens nichts verschwendet. Ich habe übrigens auch schon die ersten Attacken gelernt. Ich kann nämlich jetzt so nach vorne dashen. Mit einer Rolle. Da sind wir ein bisschen schneller. Und ich kann auch schon einen Schweifhieb. Ich habe jetzt das Meer verlassen und schwimme gerade Richtung Inland. Oh, hier müssen wir leider aus dem Wasser raus. Ich hoffe einfach mal, dass jetzt hier keine anderen Dinos sind. Wir müssen halt den Wasserfall nach oben. Ah Mist, wir müssen doch nochmal an Land. Aber das sollte eigentlich klappen. Oh, da vorne ist ein Dino. Ich weiß nicht, was das ist. Ein Carcharodonto, glaube ich, oder ein Agro. Ich glaube, das ist ein Agro. Kann auch ein Giga sein, ich weiß es nicht. Ich tue mich da mal ein bisschen schwer bei POT. Aber der hat uns zum Glück nicht gesehen. Ich tauche erstmal unter und regeneriere meine Ausdauer. Ich habe noch eine sehr, sehr gute Fähigkeit gelernt. Nämlich ein Biss, mit dem man die Knochen brechen kann. Oh, da ist ein Croc. Und auch ein Moser. Was soll das denn? Oh Gott, wo kommen die denn her? Ich habe Beine gebrochen. Ja, super. Ich wollte euch doch nur zeigen, was für Attacken ich gelernt habe. So, wir gehen jetzt nochmal schnell gemeinsam unsere Abilities durch, weil das war ja gerade ein bisschen durcheinander. Also wir haben einmal einen normalen Biss. Dann haben wir einen Biss, der Knochen bricht. Dann haben wir eine Rolle nach vorne, welche auch Schaden bei den Gegnern macht. Dann haben wir einen Schweifhieb. Und dann haben wir auch nochmal so einen Schub nach vorne. Der sieht sehr ähnlich aus wie die Rolle nach vorne. Aber ich glaube, der macht keinen Schaden.
So, wir testen jetzt nochmal, ob wir aus dem Wasser springen können. Ach, können wir tatsächlich. Sehr cool. Ah, wir haben es geschafft. Wir sind vollständig ausgewachsen. Sehr, sehr gut. Jetzt können wir uns auch vernünftig verteidigen. Unsere Farbe hat sich übrigens auch ein bisschen geändert, wie ihr sehen könnt. Finde ich aber ziemlich cool, muss ich sagen. Oh, da ist ein Croc. Kommt gerade ins Wasser. Schau mal lieber ab. Bisschen auf Distanz schwimmen. Wir sind nämlich sehr, sehr low. Was Croc ist, glaube ich, auch abgehauen. Ich hätte gedacht, wir kriegen das down. Aber ich glaube, ich habe es auch nicht so gut getroffen. Ist ein kleines Croc. Ja, die Crocs sind jetzt hier nicht mehr sicher vor uns. Wir können jetzt übrigens mal schnell die Calls durchgehen, bevor die Sonne untergeht. Das klingt schon echt bedrohlich. Und das war's. Finde ich cool. Oh, das ist ein anderes Croc. Zwei andere Crocs. Die haben uns natürlich gehört. Ich hau mal lieber ab. Gegen zwei Crocs will ich nicht kämpfen. Gut, dass sie mich nicht angegriffen haben, während ich gecallt habe. Oh, hier vorne kommt ein Pflanzenfresser. Ich bodyblock den mal, dass er nicht aus dem Wasser kommt. Sehr gut, den haben wir. Ich glaube, das war ein Edmonto dann. Ja, ich glaube, das war ein Edmonto. Da haben wir den richtigen Moment abgepasst. Das hat auf jeden Fall funktioniert. Den können wir auf jeden Fall jetzt auch noch essen. Wir sind nämlich schon sehr, sehr hungrig. Es war ganz gut, dass wir so große Beute gemacht haben. Dann habe ich auch noch ein Krokodil am Ufer gesehen, was sich dort ausgeruht hat.
An dieses habe ich mich rangeschlichen und dann aus dem Hinterhalt zugeschlagen. Das war auf jeden Fall schon geschwächt, weil das ist sehr, sehr schnell gestorben. Aber es hat mich wieder mal sehr gut gesättigt. Als nächstes habe ich dann noch einen Daspletovas, glaube ich, gesehen, der einen Dimetrodon verfolgt hatte. Und der Dimetrodon ist erfolgreich in das Wasser geflüchtet und über den Fluss geschwommen. Der Daspleto ist auch ins Wasser gefallen dabei, ist dann aber umgedreht. Aber das Ufer war sehr, sehr steil und er ist nicht direkt wieder hochgekommen. Und das habe ich mir natürlich zunutze gemacht und habe zugeschlagen. Sah teilweise ein bisschen unkoordiniert aus, weil ich da so komisch auf dem Felsen geglitscht bin. Aber das hat dennoch ohne Probleme geklappt. Ein Halsbiss hat er mir noch mitgegeben. Den Dimetrodon habe ich natürlich dann auch vertrieben. Oh, das ist ein Spino. Und der hier vorne ins Wasser geht. Ich glaube, der hat mich noch nicht bemerkt. Jetzt hat er mich bemerkt. Mit der Attacke kann ich den halt gut wegstoßen. Noch Ausdauer. Nein, unsere Ausdauer ist weg. Und das auch down. Das hat gut geklappt. Guck mal, hier oben ist ein Croc. Komm her. Na, er will nicht mit mir spielen. Schade. Oh, das ist dieser Sachikasaurus. Ich glaube, der ist ein bisschen beweglicher als wir. Da müssen wir echt aufpassen. Nein, da kommt noch einer. Oh Mist. Oh, wie stark der war. Krass. Das soll es jetzt aber auch mit dem Mosasaurus gewesen sein. Hat echt viel Spaß gemacht. Ich hoffe, euch hat es genauso viel Spaß gemacht. Falls ja, würde ich mich über ein Like freuen. Abonniert gern den Kanal. Aktiviert die Glocke. Und ganz wichtig, schreibt, wenn ihr mich unterstützen wollt, einen Kommentar für den YouTube-Algorithmus. Ich wünsche euch jetzt noch einen angenehmen Tag. Macht's gut, haut rein. Euer Dandy.